bin Luise Jagd-Albers und seit 2012 Pastorin in Heide. Hallo zusammen, mein Name ist Mike Blankenberg. Ich komme hier aus Heide und bin seit einem Jahr Mitglied im Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Heide. Moin, mein Name ist Bernd Sievers. Ich komme hier aus Heide und ich leite hier den Posaunenchor in der Kirchengemeinde und betreue die Jungbläser in ihrer Ausbildung. Hallo, ich bin Franz Spenn und ich bin der Kirchenmusiker hier in der Kirchengemeinde Heide. Mein Name ist Sonja Keck. Ich war zwei Legislaturperioden lang im Kirchengemeinderat St. Jürgen Heide tätig. Davon war ich 11 Jahre lang die Vorsitzende. Und jetzt bin ich im Orgelbauverein engagiert. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 bin ich als Kassiererin dort tätig. Ja, mein Name ist Torge Tietje. Ich bin Mitglied im Kirchengemeinderat und bin hauptamtlich Gemeindemanager hier in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Heide. Hallo, mein Name ist Stefanie Schwenn. Ich bin Mitglied im Öffentlichkeitsausschuss und im Social Media Team der Kirchengemeinde Heide. Hallo, mein Name ist Tanja Carstens. Ich bin Mitglied im Kirchengemeinderat und Ehrenamtskoordinatorin der Kirchengemeinde Heide. Und ich bin in mehreren Ausschüssen und unter anderem im Öffentlichkeitsausschuss. Und die Arbeit im Social Media Team macht mir ganz besonders viel Spaß. Hallo, mein Name ist Astrid Buchin. Ich bin Pastorin hier in der Kirchengemeinde Heide, jetzt seit 25 Jahren. Heide ist zurzeit die größte Kirchengemeinde in Dithmarschen. Wir haben gute 10.000 Gemeindeglieder. Wir sind vor wenigen Jahren zusammengeschlossen, sind zusammengegangen aus 4 ursprünglich eigenständigen Gemeinden. Jetzt sind wir eine Gemeinde für die Stadt, Kreisstadt von Dithmarschen hier in Heide. Zu unserer Kirchengemeinde gehört ein Pfarrteam, verschiedene Mitarbeitende und ein großer Stamm von ehrenamtlichem Engagement, was sich in die verschiedenen Arbeitsbereiche aufteilt und fröhlich Kirche für die Stadt gestaltet. Zu meinen Arbeitsschwerpunkten in der Kirchengemeinde gehört unter anderem das Begleiten des Orgelbauvereins. Da darf ich Vorsitzende sein und engagiere mich natürlich für alles Kirchenmusikalische und insbesondere für den Neubau unserer Orgel an St. Jürgen. Und ich bin Mitglied im Vorstand des Kirchbauvereins St. Jürgen, wo auch gerade ein großes neues Bauprojekt läuft. Das läuft unter dem Namen Neue Mitte Dithmarschen. Wir wollen das kulturelle, gesellschaftliche Zentrum für die Kreisstadt mit Ausstrahlung über die Stadtgrenzen hinaus sein und wollen, dass unsere Gebäude das widerspiegeln, dass Begegnung möglich ist, dass Kultur und Poetry Slam und Gottesdienste und Gesprächsangebote mit in die Gesellschaft hinein von unserer Kirche ausgehen. Dafür läuft das große Projekt aktuell und dafür sind wir auf Unterstützung angewiesen. Außerdem bin ich als Gemeindepastorin seit vielen Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit tätig, bin Teil des Teams, was den Konfirmandenunterricht verantwortet. Großes Team aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen und ein großer Kreis von jungen Leuten, die hineinwachsen in den christlichen Glauben und in unsere Kirchengemeinde. Zur Kirchengemeinde gehören fast 10.000 Mitglieder und die sehen wir natürlich nicht jede Woche alle, aber wir haben doch eine ganze Menge Kontakt über verschiedenste Gruppen und Gottesdienste und Amtshandlungen. Also von daher kommen da viele Leute zusammen. Bei mir laufen ungefähr pro Woche 150 Leute durch die Gruppen. Ich habe 5 Chöre, wovon die Kantorei und der Seniorenchor jeweils schon über 50 Leute mit dabei haben und dann noch 2 Kinderchöre und einen Jugendchor. Ja, einmal die Woche treffen wir uns. Zu unseren Posaunenchorproben habe ich zuerst Jungbläserausbildung. Da bin ich im Moment mit 4 Jungbläsern, die demnächst in den großen Chor reinkommen. Und zur eigentlichen Chorprobe sind wir so zwischen 20 und 25 festen Mitgliedern, die sich einmal die Woche zum Musizieren treffen. Wir haben vor circa 2 Jahren durch einen externen Gutachter eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die herausgebracht hat, dass ca. 40.000 Nutzer im Jahr, also etwa 800 bis 1.000 Nutzer pro Woche, die St. Jürgen Kirche in Heide am größten unbebauten Marktplatz Deutschlands besuchen und damit auch an dieser Spendensäule entsprechend vorbeigehen. Heide ist ein touristisch sehr zentral gelegener Ort an Dithmarschens oder sogar an Schleswig-Holsteins Westküste, für die Ferienregionen direkt an der Nordsee gelegen und somit ergeben sich auch diese 40.000 Nutzerzahlen im Jahr an Besuchern.
Auch digital erreichen wir viele Leute mit unseren Social-Media-Kanälen, mit unseren Podcasts, die wir seit einiger Zeit machen und mit unserer Website, auf der wir immer aktuelle Dinge posten. Auf unseren Social-Media-Kanälen, das sind Facebook, Instagram, unsere Homepage, berichten wir über Gottesdienste, Veranstaltungen, Menschen in unserer Gemeinde, über das Ehrenamt, geistliche Impulse und wir kommen auf mindestens 5 Beiträge in der Woche. Wir sind schon sehr digital unterwegs. Wir haben unsere genannten Social-Media-Aktivitäten, aber eben auch Podcasts, unsere Website und wir haben noch ganz viele Pläne in Richtung Digitalisierung, die wir auch brauchen, weil wir ein sehr großes Projekt haben, was wir auch digital unterstützen müssen, für das wir um Aufmerksamkeit werben müssen. Und dazu kommt jetzt noch mehr. Wir stehen hier vor der historisch bedeutsamen Kirche, der St. Jürgen-Kirche hier am Heider Marktplatz. Und diese Kirche wird gegenwärtig großzügig umgebaut, gemeinsam mit dem alten Pastorat schräg gegenüber. Diese sogenannte neue Mitte Dithmarschens ist das, so nennt sich dieses Projekt, ist der neue kulturelle profilierte Bereich hier am Heidemarktplatz zusammen mit wertvollen Kooperationen, dem Schleswig-Holstein Musikfestival oder auch beispielsweise die Brahms-Gesellschaft und weitere, werden hier zukünftig neue Angebote platziert werden können, neben dem kirchlichen Kontext natürlich. Das Ganze wird viele Gelder mit sich oder aufbringen müssen. Hierfür sind wir fleißig am Sammeln und sind auf verschiedene Ideen und Gedanken angewiesen und freuen uns über wertvolle Unterstützung. Damit dieser Standort auch dieser kulturelle Profil gerecht werden kann, ist natürlich eine maßgebliche Sache, dass hier eine ordentliche Orgel platziert wird. So eine Orgel ist keine günstige Anschaffung, sondern eine vom Preis sehr hochvoluminös. Und hierfür sind wir bereits in Zusammenarbeit mit dem Öffentlichkeitsausschuss der Kirchengemeinde Heide unterwegs im Bereich digitalen Medien und klassisch mit der Homepage, mit Social Media Aktivitäten, da entsprechend für dieses Projekt zu werben, um auch Spender und Unterstützer jeglicher Art dafür zu gewinnen. Das alleine wird uns nicht, so erwarten wir, das wird uns nicht auf den erforderlichen Kurs bringen. Daher haben wir einen starken Unterstützer mit hinzugewonnen, die hier in Heide ansässige Fachhochschule Westküste in Begleitung des Professors Dr. Braunhardt für den Studiengang Entrepreneurship in Finance unterstützt uns mit seinem gesamten Studiengang bei der Erstellung eines Marketingkonzepts und Finanzierungskonzept, welches ein wertvoller Baustein für die Realisierung dieses Ziels sein wird und ein wichtiges Segment, um das Ganze aufzubauen. Baustein aus dieser Finanzierungskonzeption und Marketingkonzeption ist natürlich auch auf das Aufbauen der Spendenbereitschaft der Bürger hier vor Ort. Und hierfür ist ein Wettbewerb für die Gewinnung dieser digitalen Spendensäule genau das Richtige hier für die Kirche in Heide, um eben auch auf die Spendenbereitschaft und auf die starke Unterstützung der Bürger hier vor Ort bauen zu können. Natürlich wollen wir die ersten Spenden sofort für die neue Orgel verwenden. Wir stocken damit die in den letzten Jahren vom Orgelbauverein bereits gesammelten Gelder, so circa 100.000 Euro, weiter auf. Der Verein zur Erneuerung und Unterhaltung der Orgel St. Jürgen, wie er satzungsgemäß richtig heißt, kann mit seinen 40 Mitgliedern so ein Riesenprojekt unmöglich alleine stemmen. Deswegen wollen wir hoffen, dass wir mit unserer Aktion viele Menschen motivieren können, uns zu unterstützen und dieses schöne Projekt mit zu finanzieren. Weil digitale Spenden einfach zeitgemäß sind. Wer hat heutzutage noch Bargeld bei sich und heutzutage wird alles mit Karte bezahlt oder mit entsprechenden Apple, Google Angeboten und da ist Bargeld völlig out, deswegen ist digitales Spenden in. Also ich persönlich finde, dass man da schon ganz modern mit der Zeit gehen muss, denn wie viele Leute haben nur ein Handy oder die Apple Watch oder nur eine Karte dabei und wollen eigentlich gar nicht in diesem Moment spenden, kommen an etwas vorbei und sagen, ach, da kann ich doch was spenden. Also muss man dann schon diese digitale Möglichkeit bieten, um
an Geld zu kommen. Wir würden die Spendensäule direkt im Eingangsbereich der Heider St. Jürgen Kirche aufstellen, wo jeder der genannten Nutzer tatsächlich sofort vorbeikommt und diese Säule dann auch sehen wird. Wir machen uns über alle Spenden und die Kollekten viele Gedanken, dass wir damit soziale Projekte hier vor Ort und auch im Ausland fördern, Bildungsprojekte, Kulturprojekte, und bei der Kultur steht jetzt an allererster Stelle unser Großprojekt einer neuen Orgel. Die Umgestaltung der Kirche nimmt so weit Formen an, dass wir jetzt tatsächlich langsam in den Blick bekommen, die Verwirklichung des Orgelneubaus für unsere St. Jürgen-Kirche. Da freuen wir uns sehr als Kirchengemeinde, ganz besonders ich für den Orgelbauverein freue mich sehr, dass es jetzt konkret wird, dass wir Angebote vorliegen haben und dass wir endlich konkret auf die Menschen zugehen können und sagen können, so soll das neue Instrument werden. Und dafür wäre eine Spendensäule toll, um damit auch auf ganz niedrigschwelligen Wege Spenden einwerben zu können. Darüber hinaus gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Wir haben Kollekten, die wir sicherlich digital einsammeln könnten. Wir haben eine Kinder- und Jugendarbeit, eine Pfadfindergruppe, die im Aufbau besteht. Unsere Konfirmandenarbeit braucht ständig finanzielle Unterstützung aus Spendenmitteln und aus der Kirchengemeinde. Es gibt alle möglichen Zwecke. Sicherlich werden auch die Kirchengebäude immer mal wieder Spenden brauchen, weil die unterhalten werden müssen und alle nicht mehr ganz jung sind. Also uns fällt ganz bestimmt viel noch über das erste Projekt hinaus an Möglichkeiten ein. Die St. Jürgen-Kirche soll eine neue Orgel bekommen. Dafür brauchen wir Geld. Und es handelt sich um ein riesiges Projekt im sechsstelligen Bereich. Und dafür wollen wir jede Chance nutzen. Dazu muss man allerdings auch wissen, dass Orgelbauprojekte nicht mit Kirchensteuermitteln finanziert werden. Deshalb müssen wir uns anderweitig um eine Finanzierung dieses Projektes kümmern und uns auf Gemeindeglieder, Sponsoren, Musikliebhaber und Menschen mit kulturellem Interesse zu bewegen und da um Spenden werben. Natürlich das Orgelneubauprojekt, weil ich letztlich derjenige sein darf, der auf dieser neuen Orgel dann spielt und diese Musik, die dort erklingt, und alle andere Musik, die wir in der Kirche machen, erreicht so viele Menschen, und diese Spendensäule könnte uns dabei sehr helfen. Weil der klassische Opferstock in einer modernen, zeitgemäßen Kirchengemeinde einfach out ist. Wir dann hier eine Möglichkeit haben, dass man auch bei der Kirche kontaktlos spenden kann. Weil wir eine sehr musikalische Gemeinde sind und dadurch unglaublich viele Menschen erreichen. Musik Brücken baut, Menschen miteinander verbindet und generationsübergreifend Gemeinschaft schafft. Die St. Jürgen-Kirche mit ihren musikalischen Veranstaltungen für die Stadt und die Region der kulturelle Mittelpunkt ist. Weil wir eine lebendige und dynamische Gemeinde sind. Weil wir modern und digital werden möchten. Weil damit ein neues Spendeninstrument ein neues Musikinstrument finanzieren hilft. Weil sie hier genau richtig ist.